Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival of the Fittest im Zweier Tribe, meine erste echte Runde. Es geht weiter, mit jemandem, über den ich nur über Textchat in Kontakt bin, also wie im ersten Part dieses Videos. Der mich aber ein bisschen an der Hand genommen hat, ich soll ihm folgen und ja, da habe ich auch mich versucht noch einzubringen, soweit es mir möglich ist. Ich kenne mich, wie gesagt, mit Zweier Tribes nicht so aus. Aber eben das, was ich wusste, was ich machen kann, das habe ich bestmöglich versucht umzusetzen. Und da sind wir jetzt. Wir haben die Forges brennen. Ja, doofe Schildkröte, du blödes Mistvieh. Haben die Forges brennen. Metall drin. Und sind am Waffen produzieren hier. In dieser heißen Gegend. Und dabei habe ich auch am Ende der letzten Folge. Oder gegen Ende der letzten, des ersten Parts hier, habe ich hier noch den Carnotaurus angefangen zu zähmen, habe den umgelegt, also ja, betäubt, ne? Nicht umgelegt. Und jetzt schlummert der und frisst und dann haben wir den gezähmt. Oh, ansonsten war ich weitestgehend überfordert, wusste nicht so wirklich, was ich hier machen kann. Hab, wie gesagt, versucht, mein Bestes zu geben. Yay! hier mal noch nebenbei so eine kleine Sache, wenn ihr möchtet. Ich habe ja gesagt, da kann man auch gerne miteinander hier mal spielen, wenn ihr Bock drauf habt. Mir auch ein paar Tipps dabei geben, dann, was ich machen soll, mal sagen. Das kann ich dann eigentlich auch recht schnell umsetzen. Ich denke mal, dass ich recht schnell lerne. Klar mache ich Anfängerfehler, aber dann kann ich fürs Team auch bestimmt ganz einigermaßen wertvoll sein, sage ich mal so. Also wenn ihr Bock habt, können wir gerne mal eine Runde zusammen daddeln. Da könnt man dann einfach auf YouTube euren Namen schreiben oder was, euren Steam-Namen, dass man sich da addet oder was weiß ich. Ist egal. Das wäre halt gut, wenn man dann auch irgendwie im TS oder Discord miteinander reden kann. Ist deutlich besser fürs Aufnehmen als das hier. So, der Kano ist aufgestanden, da holen wir einen Stego. Des Weiteren mache ich ja auch noch nicht nur Ark Survival of the Fittest, ich habe ja auch auf und andere Projekte, deswegen entschuldigen, wenn das nicht so klappt mit dem Zusammenzocken immer. Ich will meine anderen Projekte nicht komplett vernachlässigen. Ich mache momentan sowieso schon ziemlich viel SOTF. Auch so für mich spielen, wo ich dann eigentlich auch mal aufnehmen müsste, um andere Serien fortzusetzen, was ich dann nicht tue. Ja, deswegen. Ja, da hat er mir jetzt geschrieben, dass er mehr Feuer braucht. Also ist klar, das habe ich zum Beispiel, hätte ich wissen können. Ah, dann machen wir das doch. Brauchen wir gleich noch drei. Dann haben wir ein paar Feuer. Eben, dass wir mehr Kohle und damit wir schneller Schießpulver herstellen können. Ja, und an dieser Stelle natürlich, wenn ihr mit mal zocken wollt und so, ist das richtig cool. Ich mag das, wenn man so ein bisschen was mit der Community auch machen kann. Nicht so viel, also ihr müsst da muss, wie gesagt, deswegen muss ich sagen, das ist dann schön. Jetzt kommen auch noch Affen wieder. Ist dann schön, wenn er da, Verständnis dafür habt, dass das nicht immer so geht, wie ich gerne möchte oder sonst irgendwas. Aber ansonsten mache ich eben schon mal gerne was zusammen in der Community. Ist eben nicht so leicht umzusetzen. Oh. Oh Mann. Ey, der Kano ist ganz schön mitgenommen von diesen kleinen beschissenen Affen. Ne? Oh. Und mein Teammate ist eingepennt. Ja. Ein Affe ist tot. Ja, jagt den anderen. Ja, dann packe ich ihn mal. Uns erstmal den Affen hier wegmachen. Schnapp ihn dir, jawohl. Super Kano. Herrlich. Oh, Stimberry ist reingepackt und jetzt mal ein bisschen Benutzung erzwingen, dass der ein bisschen schneller wieder aufsteht. Also nicht so ewig pennt. Seine Hilfe kann ich schon gebrauchen. Ja, er braucht auch Wasser, ist klar. Es ist so ein. Naja, normal. Stimberries verursachen noch mal mehr Durst. Ihr seht, dann geht die Wasseranzeige auch richtig runter. Ja,
Belassen wir es mal dabei. Und da bedankt er sich auch noch dafür. Also es war wirklich ein toller Teammate, den ich da gefunden habe. Ja. Er war echt in Ordnung. Ah, und ihr seht, der Kano hat jetzt direkt die Chitinhelme mit aufgenommen. Und er macht mir eine Knarre. Yay, dankeschön, dankeschön, dankeschön. In der Smithy. Danke. Die Zeit muss dann auch sein. Ja, so ähnlich mache ich es auch beim Ark Survival Evolved LP, um mal kurz darauf ein bisschen einzugehen. Da spiele ich ja mit der Primitive Plus Mod, also nicht dieses Standard Ark, sondern die Mod, die nochmal ganz viel neues Zeug bringt, aber auch gewisse Einschränkungen mit sich bringt. Aber da gibt es Bienenzucht, da gibt es alles, da bin ich ja momentan gerade dran, eine Base zu bauen. Und da könnt ihr euch auch einbringen, indem ihr zum Beispiel auch den Dinos Namen gibt. Entweder eure Namen oder irgendeinen Wunschnamen. Da versuche ich auch ein bisschen auf die Community einzugehen. Da haben jetzt auch schon einige gefragt, ob sie mal mitmachen können auf der Map und so. Das ist geplant, das ist vor, aber ich möchte natürlich zuerst mal die Base stehen haben. Hat sich ja alles ein bisschen hingezogen, wir haben andere Vorbereitungen gemacht. Aber wenn ihr wollt, schaut selber rein. Die Playlist ist hier irgendwo wahrscheinlich auch verlinkt in der Endcard oder eben, ja, mal eine Folge auch in der Infocard. Auftaucht das öfter mal bei so TF. So, da steht er wieder über. Super. Einmal frei. Da können wir ja weitermachen. Beheizen wir hier mal die Lagerfeuer. Damit wir nochmal ein bisschen Asche rausbekommen. Oh. Ah, das sieht man schon. Da habe ich schon ein bisschen mehr die Routine bekommen, was es so zu machen gibt. Ne? Ein bisschen. Bei weitem noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Aber das dauert eben auch seine Zeit. Noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, was wird jetzt alles noch passieren oder was werdet ihr zu sehen bekommen? Ja klar, wir machen das ganze Ding hier fertig und hoffen dann natürlich bestmöglich für ins, gut gewappnet ins Finale zu gehen. Aber an sich kann ich mich nicht beschweren über diese Runde bis jetzt. Wir haben erstmal schon einige Tribes überlebt. Wir haben schon eine ganze Zeit lang überlebt, aber wir sind auch hier recht ungestört. Aber man sieht ja, dass das bei Ark auch nicht unbedingt immer was zu heißen hat. Da kommen auch mal verschiedene Dinge, die dann einem doch das Leben sehr schwer machen. Und der Ring of Death fängt sich an zu bewegen. So, jetzt haben wir irgendeine Forge ist ausgegangen. Okay. Gerade nochmal Schießpulver machen. Das heißt, jetzt steht man eigentlich schon so ein bisschen unter Zeitdruck, weil wenn der Ring sich schneller bewegt, dann ja, hat man nicht mehr allzu lange hier Zeit, um alles vorzubereiten. Und wir stehen noch hinter den Erwartungen. Ich weiß nicht, welche Knarren er jetzt alles schon hat. Das ist halt auch das Blöde, da kann man sich nicht so richtig absprechen. Ich wollte nicht einfach irgendwas da rausholen aus der Werkbank. Weil er auch schließlich die ganze Arbeit, die meiste Arbeit geleistet hat. Eine Pumpgun hat er jetzt auf jeden Fall drin liegen, also die hat er hergestellt. Na, jetzt ist Supply Overload, das ist das zum Beispiel, und ich weiß nicht, was es bedeutet. Also ich würde da gerne schon mal, wäre schön, wenn er da schreiben könnte, was das bedeutet, wenn er das wisst. Also was genau der Effekt von diesem Event ist. Bis jetzt habe ich es mir da noch nie irgendwie was aufgefallen, was... ja. Da ist die Knarre. Die holen wir mal raus. Und jetzt müssen wir mal gucken, denn für Pumpgun-Munition braucht man auch Muni. Und deswegen wollte ich hier nicht alles holen, nur dass ich mal die Knarre durchladen kann. Damit wir wenigstens das schon mal haben. So. Zack, getan. Zwei Magazine. Ist ja schon mal ein bisschen was. Na, hier ist überall schon das Metall leer. Gut getimt. Normal hätte ich es jetzt auch können, vielleicht noch splitten und so machen, aber ja. Alles in der Hitze des Gefechts noch nicht so richtig warm damit. Ja, wie gesagt, es ist die zweite Runde. Ich baue im Solo normalerweise nicht so viel auf Waffen. Habe bis jetzt immer die Tames bevorzugt. Und deswegen kenne ich mich da nicht so aus. Aber das wird sicherlich noch kommen.
ein paar Mal gemacht, dann kann man sich das auch besser vertiefen. Jetzt komplett Chitinkleider an, juhu, aber dann nochmal hier die Papierschuhe anziehen. Eben einfach. Ja, wegen der Hitze hier. Habe ich im ersten Part der Folge schon erzählt. Ja, ansonsten ist der Spielmodus eigentlich recht hektisch. Für mich in dieser Runde, jetzt sieht man, es ist gar nicht mal so hektisch, weil ja, man eben irgendwie gar nicht so richtig weiß, was ich machen soll noch. Dann muss man eben auch mal ein bisschen mehr Erfahrung erst kriegen, dann läuft das auch besser. Ich glaube, dann ist man... Ich habe jetzt eine Solo-Runde gespielt, wo ich mal auf Waffenbau gehe. Also da bist du eigentlich ununterbrochen am Fuhrwerken. Und hast du keine Zeit für so Spielchen hier, da Inventar zurechtlegen. ja, das ist schon was anderes. Aber hier wusste ich es eben noch nicht so richtig. Deswegen... Das ist ein bisschen anders hier. Spielt ihr auch Zweier-Tribes oder was ist euer bevorzugter Spielmodus? Spielt ihr am liebsten Solo, spielt ihr Zweier-Tribes oder gar Vierer-Tribes? Ja, das ist mal so, das könntet ihr mal in die Comments posten, wenn ihr Bock drauf habt. Denn das würde mich mal interessieren. Also bei mir ist momentan noch Favorite ist Solo, aber nur weil ich die ganze Zeit auch nur Solo gespielt habe und mich dort eben ein bisschen besser auskenne momentan noch. Und weil ich eben keinen Tribe-Partner habe, mit dem ich rede momentan. Noch nicht. Haben sich ja schon einige, haben ja schon gesagt, dass sie Bock drauf hätten. Von daher wird sich das sicherlich auch bald ändern. Da kann man da mal schön zusammen datteln in der Runde. Und den Arc unsicher machen. Ja, vor allem ist es auch irgendwie, bei im Solo ist es auch so. Ich weiß nicht, wie es in Zweier Tribe ist, wahrscheinlich auch ähnlich. Das kein Spiel dem anderen gleicht. Ne? Es ist. Verändert sich immer. Aber jetzt hat er mich gefragt, ob ich eine Shotgun habe. Nee, habe ich nicht. Ich würde auch nicht mehr erreichen vom Dings her. Ich habe eigentlich gar nichts außer eine Pistole. Das ist ein bisschen wenig. Aber, naja. Aber Zielfernrohr auf der Pistole. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen Metall zusammen. Aber der Ring müsste eigentlich jeden Moment kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, sorry, habe mir gerade gegen das Headset gehauen. Weiß nicht, ob man das gemerkt hat, gehört hat. Bestimmt. Ja, und dann geht auch gleich die Reise los. Dann wird's ein bisschen interessanter. Das hier, es dürfte jetzt, ist auch nicht so interessant zuzugucken, ne? Ja, weil ich sehr inaktiv bin gerade hier, muss ich selber sagen, aber ja, wie gesagt, ich wusste auch nicht, wann es Zeit ist loszulaufen oder sonst irgendwas. Das ist alles, hätte ich das gewusst, hätte ich bei 15 Minuten immer noch Metall farmen können oder so, ne? Dass wenigstens alle Schmieden noch produzieren. Jetzt reicht es ja doch noch für einen Longneck herzustellen. Oh, das mache ich jetzt auch einfach mal so. Bin jetzt einfach mal so dreist. Teil habe ich ja auch dazu beigetragen. Deswegen wäre es auch ganz gut, wenn ich ein Gewehr hätte. Ja, vor allem spielen wir ja als Team. Es ist gut, wenn wir beide ausgerüstet sind. Auf die Pumpgun muss ich dann verzichten. Ich hätte jetzt vielleicht auch noch können warten auf eine Pumpgun oder mir eine Pumpgun anstatt eine Longneck bauen, aber ich wusste eben nicht genau, was er hat. Ich wusste, dass er eine Pumpgun gebaut hat. Habe auch jetzt eben gesehen, dass er eine Longneck gebaut hat. Habe ich gesehen in der Werkbank drin liegen. Aber ja, das war im Spiel so. Ich wusste nicht, ob er das alles hat und so. Und da war mir eben sicher, dass er eine Longneck hat und deswegen eine Pumpgun hat und deswegen habe ich mal eine Longneck gebaut, dass wir noch etwas auf Entfernung haben, obwohl ich eigentlich auch ganz, ich spiele lieber momentan mit der Pumpgun irgendwie, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich die Wahl zwischen beiden habe, sagen wir es mal so, ne? Ja, Regen ist ein Segen hier in der Hitze. Regen ist ein Segen, endlich die Wassertaschen auffüllen können. Ist echt gut. Das hat uns noch mal ein bisschen gebracht.
Oh, ihr seht, hier ist schon überall kein Metall mehr drin. Das hätte können alles noch ein bisschen produzieren. Ja, da haben wir ein bisschen verpennt. Boah, haben wir noch 5 Metall. Ich wollte mir noch einen Aufsatz bauen für die Dingsbums da, fürs Longneck. Aber das hat nicht gereicht vom Metall her. Und deswegen habe ich jetzt einfach noch Gewehrmunition hergestellt. Ja. Und habe mir dann hier den Aufsatz geholt von der Pistole und habe den aufs Gewehr drauf geschnallt. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ich glaube, der Aufsatz ist sogar auf der Pistole besser als auf dem Gewehr. Weiß nicht, weil mit der Pistole treffe ich irgendwie gar nichts. Mit dem Gewehr habe ich eigentlich ohne Aufsatz besser getroffen als mit. Natürlich hat man eine viel bessere Range jetzt mit dem Gewehr, mit dem Aufsatz, mit dem Ziel, mit dem Scope. Aber ja, keine Ahnung. Muss ich alles noch ein bisschen rausfinden. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel mit Waffen gespielt. Das ist... Aber ansonsten sind wir so weit ausgerüstet, haben alles zusammen. Ein Chitin-Glider, Oblongneck und Pistole. Na klar, hätte können mehr sein. Aber da muss ich mich eben auch steigern. Das kann ich ihm nicht zum Vorwurf machen. Er hat seinen Teil sich auf jeden Fall dazu beigetragen. Er hat das ganze Ding, er hat mich hier an der Hand genommen und hat mich quasi durch das Match geführt. Und ja... Und ja, jetzt hat er eine feindliche Base, hat er gesichtet unten. Und deswegen lassen wir jetzt eigentlich quasi alles zurück und ziehen los. Es ist ja nur noch 6 Minuten, bis wir oben sein müssen quasi. Und auf geht die wilde Jagd. Jetzt wird's bestimmt spannend. Wenn er sogar eine feindliche Base gesehen hat, dann geht's los. Da liegt er. Mal schön observieren hier. Da hinten ist er. Da sehen wir die Base. Das ist eine komplette Strohbase. Und da folgen wir dem Burschen mal. Gucken, was er vorhat. Ja, war nichts zu sehen. Wie man sieht, sehen sie nichts. Und den Kano hat er auch im Schlepptau einwandfrei. Das ist doch schon mal gut. Und dann wieder diese doofen Mücken. Ach nee, Ameisen war es. Die Schildkröte hat es gemacht. Teenage Mutant Ninja Turtle immer auf der Lauer und immer etwas schlauer. Yay. Aber wie gesagt, jetzt nähern wir uns eigentlich dem Finale. Und noch drei Tribes leben, das sieht man links neben der Zeit, neben dem Timer. Und rechts sind die mit, also die Leute, die noch leben, also 6 Stück. Also so gesehen leben noch 3 vollständige Tribes. So, jetzt fallen nochmal Pflanzenfresser runter. Da kann man eigentlich gen Himmel gucken, wo die runterfallen. Habe ich auch nicht so gemacht. Dann sieht man nämlich auch manchmal die Position von Überlebenden, weil die ja immer in der Nähe von anderen Überlebenden oder beziehungsweise von Überlebenden runterfallen. Nicht nur von anderen Überlebenden, sondern auch von uns. Okay. Ist das hier auch eigentlich tatsächlich die doppelte Menge an Pflanzenfressern, die hier runterfällt? Weil ich glaube, es waren gerade viel mehr an Kilos. Also für jeden Spieler. Quasi der Drop. Ich weiß es nicht genau. Könnt ihr auch mal in die Comments schreiben, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, wie man das anstellt oder sonst irgendwas, was man noch ein bisschen besser machen kann, dann könnt ihr das auch gerne in die Comments schreiben. Das, ja, ich weiß selber, dass das hier alles nicht so, so chlorreich war unbedingt. Aber wie gesagt, habe eben mein Bestes gegeben, aber zum Teil wusste ich eben nicht, was ich machen sollte bei der Zeit. So ein bisschen was auch wegen aufgrund von Verständnisproblemen hier ja auch zustande kommt, weil man nicht miteinander reden kann. Aber ich muss eben auch noch lernen, das weiß ich. Also deswegen, am besten kann man das, wenn er mal ein paar Tipps gibt schon, die ich dann von vornherein umsetzen kann.
Ansonsten werde ich mich natürlich auch beim nächsten Mal sicherlich schon wieder steigern, weil ich schon ein bisschen mehr Plan in der Tasche habe. Mit jeder Runde wächst ja auch die Erfahrung. So ist es ja eben einfach. So, jetzt sind wir eigentlich fast da. Da oben das Ziel unserer Begierde auf die Plattform zum Finale, das wär's. Da will man hin, am liebsten will man dann auch in gen Himmel steigen als Sieger. Aber ich bin mit der Runde schon jetzt zufrieden zu diesem Zeitpunkt, denn ja, war nichts zu klagen, ne? War ja eigentlich eine tolle Runde. Ich mich nicht beschweren kann. Left to right, da wusste ich jetzt nicht genau, was er damit meint. Left to right, ja, heißt von links nach rechts. Und dann fragt er mich, ne? Deswegen. Ah, nee. Ach so, jetzt verstehe ich das. Er hat sich verbessert. Er hat das To mit Ohr. Ich habe das Oder dann einfach als Frage verstanden. Ich habe verstanden, left to right oder. Aber er hat dann gesagt, links oder rechts. Er wollte nicht left to right, sondern left or right schreiben. Ich habe dann einfach gedacht, komm, wir gehen links lang. Er hat ja gesagt, ich soll ihm folgen. Er hätte sollen entscheiden, wo lang. Ist ja eigentlich egal. Ja. Sah beides frei aus. Allerdings war die linke Seite wohl nicht so eine gute Entscheidung, denn pass mal auf, was jetzt hier links steht. Na, hier zwei Leute mit ihrer Affenarmee. Und das ist nicht unbedingt die super Entscheidung gewesen. Dann, ja, drei Affen. Und ich habe keine Pumpe. Ich müsste eigentlich auf die Pistole wechseln, habe ich aber eben verpasst. So, da hat es mich dahin gerafft. Mist! War eine doofe Entscheidung. Die linke Seite war definitiv die falsche. Beziehungsweise die rechte Seite. Ne? Da ist noch mein Teammate. Das sieht man aus seiner Sicht, den Rest. Und ja, er hat einen Affen. Einer fehlt ja schon, ein Affe oder zwei Affen fehlen schon. Und der andere blutet schon ganz gewaltig. Also da hat er mit der Pumpgun. Hätte ich da eine Pumpgun gehabt, hätten wir bessere Chancen gehabt. Und er ist leider beim Aufball auch gestorben. Schade, war aber eine schöne Runde und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, Tipps in den Kommentaren würden mich sehr freuen. Und wenn ihr mal mitmachen wollt, könnt ihr das auch in die Comments packen. Und dann hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal. Nächstes Video wird wieder eine Solo-Runde sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer SpookyVF mit Ark Survival of the Fittest. Bis dahin, bye bye. Gonna say